das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, was mich an dieser Debatte stört und den beiden Anträgen, die vorliegen, wir haben es wieder mal damit zu tun, wie kann man die Arbeitslosigkeit besser verwalten, aber nicht mit Anträgen zu tun, wie komme ich aus Arbeitslosigkeit raus? Und das ist die zentrale Frage. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich finde, unser Ziel ist nicht 424, der derzeit gültige Regelsatz. Unser Ziel ist nicht 582 Euro, der beantragte neue Regelsatz. Unser Ziel, unser Mindestziel ist 1560 Euro. Und ich sage Ihnen, warum. Wir haben in dieser Großen Koalition mit dem Teilhabechancengesetz eine Regelung getroffen, dass wir den Langzeitarbeitslosen in unserem Land ein Angebot machen, nämlich über 5 Jahre in eine geförderte Arbeit zu gehen, die ersten 2 Jahre zu 100% aus Steuermitteln bezahlt. Und nun habe ich die ersten Maßnahmeteilnehmer in meinen Beschäftigungsgesellschaften besucht. Monatseinkommen 1560 Euro für jemanden, der bisher im Arbeitslosengeld II war, zu 100% vom Staat finanziert. Das ist unser Ziel. Und deswegen möchte ich nicht über 582 und nicht über 442 diskutieren, sondern über 1560 und mehr. Das muss unser Ziel sein. Und da bin ich mit dem entscheidenden Punkt. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, dies Prinzip des Förderns und Förderns, der aktivierende Sozialstaat, das ist die Idee der Zukunft. Nämlich, wie wir mehr Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit herausbekommen. Und jetzt muss man ja mal ehrlich sagen, so sehr wir uns über die Probleme, die wir heute haben, große Sorgen machen, wir waren bislang mit diesem Prinzip äußerst erfolgreich. Wir waren noch 2007 bei 6 Millionen Beziehern von Grundsicherungsleistungen und wir sind heute bei unter 4 Millionen Beziehern. Ein deutlicher Rückgang. Wir haben in den Gruppen, die relativ kurz langzeitarbeitslos sind, besonders gute Erfolge, indem wir dort die Arbeitslosigkeit deutlich reduziert haben. Aber wir haben eine Problemgruppe, die uns leider bleibt. Das sind all die Menschen, die 5 und mehr Jahre langzeitarbeitslos sind. Da ist die Zahl in 5 Jahren nur von 176.000 auf 154.000 zurückgegangen. Und deshalb haben wir etwas Zusätzliches in der letzten Reform gemacht, was ich für zukunftsweisend halte. Nämlich, dass wir gesagt haben, es kommt nicht nur darauf an, ob wir ein Angebot machen einer staatlich finanzierten sozialen Arbeitsmarktes, sondern dass wir auch dafür sorgen, dass eine Beratungsperson, ein Coach, Menschen begleitet, die vielfältigen Hindernisse, die sich ihnen in den Weg stellen, zu überwinden. Also mein Ansatz für die Zukunft des Sozialstaates ist, eben nicht nur zu glauben, dass man mit finanzieller Hilfe etwas erreicht. Wir brauchen mehr personale Hilfe, damit Menschen aus dem Teufelskreis von Armut herauskommen. Und es gilt insbesondere für Kinder und Jugendliche. Es ist doch erschreckend, dass wir feststellen, dass viele Kinder und Jugendliche, deren Eltern von Arbeitslosengeld II gelebt haben, deren Großeltern von Arbeitslosengeld II bzw. alten Sozialhilfe gelebt haben, heute wieder Bezieher von Arbeitslosengeld II sind. Und genau diesen Teufelskreis kann ich eben nicht mit Geld unterbinden, sondern indem ich zum Beispiel, wie wir das in den Paragraphen 16h des SGB II bereits schon angedacht haben und wie ich es gern breiter in Deutschland aufstellen würde, junge Menschen aus Familien mit Arbeitslosengeld II-Bezug durch Bildung, durch die Schule und Ausbildung begleiten, sodass sie rauskommen und das Aufstiegsversprechen unserer Gesellschaft tatsächlich Realität für sie wird, nämlich dann durch Bildung und Arbeit aus der Abhängigkeit von staatlichen Leistungen herauskommt und auf eigenen Beinen stehen kann. Diese personale Hilfe, das ist die, auf die wir in Zukunft setzen wollen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, dass mit einem System, was auf der einen Seite
fordert und fördert, was aber nicht nur aufs Geld schaut, sondern auf personale Hilfe verstärkt sitzt, wir in der Tat etwas hinbekommen könnten, gerade in Zeiten, in denen unser Arbeitsmarkt so boomt, nämlich dass wir den Sockel Langzeitarbeitslosigkeit, die wir leider über viele Jahre mit uns tragen, deutlich reduzieren. Das Aufstiegsversprechen muss für die Bezieher von Arbeitslosengeld II gelten und nicht, wie wir die Arbeitslosengeldbehörden besser verwalten. Nein, raus aus dem ALG II, raus Hartz IV. Das ist unser Motto. Für die SPD-Fraktion hat nun Gabriele Hiller-Ohm das Wort.